Wir sind hier bei Eschborn Frankfurt, dem Radklassiker am 1. Mai und fragen heute die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mal, ob sie eigentlich aufgeregt sind vor so einem Radrennen. Aber nicht nur die Profis, sondern auch die Jedermänner und Jederfrauen. Wie macht sich die Aufregung bemerkbar? Wird schlecht geschlafen? Muss man mehr Zeit auf der Toilette einplanen? Oder kribbelt es einfach nur angenehm in der Magenregion? Wir finden es für euch heraus. Heimspiel für den Frankfurter Fahrer hier, ganz stolz mit dem Wappen auf der Brust, finde ich sehr, sehr gut. Bist du aufgeregt vor einem Jedermann-Rennen? Ja, ist halt das erste Rennen der Saison, da ist man immer so ein bisschen aufgeregt, ich zumindest. Für dich auch das allererste Jedermann-Rennen überhaupt oder hast du schon ein bisschen Erfahrung? Also das erste Mal Eschborn Frankfurt tatsächlich, weil irgendwie konnte man nicht, aber nicht das erste Jedermann-Rennen. Ja, hier bin ich extrem aufgeregt, das ist quasi mein Heimrennen, das ist eine Stunde bis nach Hause und es ist eines der wenigen Rennen in Deutschland. Und ich bin in absoluter Topform aktuell. Ich bin nächste Woche in Giro und ich will heute testen, was möglich ist. Hier direkt im Startblock. Bist du aufgeregt? Nö, es geht. Ich bin hier, damit es Spaß macht. Straßen sind zu und dann kann man fahren, ohne dass Autos da sind. Also alles super. Bist du aufgeregt? Ja, ein bisschen schon. Erstes Rennen für dich oder hast du schon ein bisschen Erfahrung? Ein bisschen Erfahrung habe ich schon. Wie viel das Rennen ist es für dich? Vierte. Ja, du fährst gleich selber noch das U23-Rennen. Bist du aufgeregt? Ja. Also auf jeden Fall schon heute für dich ein größeres Rennen, da ist noch ein bisschen Aufregung mit dabei, auch wenn du sicherlich schon viel Erfahrung mitbringst. Ja, ist jetzt mein erstes Mal hier, in der U19 gab es leider nicht und mal gucken, wie es wird. Hast du irgendwann mal mit Aufregung zu kämpfen gehabt vor so einem Rennen? Ja, aber vor anderen, vor größeren Rennen. Ah, okay, das heißt, du hast schon ein bisschen Erfahrung auch bei anderen Rennen, was bist du so gefahren? Fahren nicht Triathlon. Natürlich bin ich aufgeregt, klar, ist mein Heimrennen, ist... Einer der größten Tage im Jahr, ist immer was ganz Besonderes vor heimischer Kulisse hier ins Rennen zu gehen und sind ganz viele Leute aus der Familie, ganz viele Leute aus dem Freundeskreis hier vor Ort und die Unterstützung auch zu spüren, das ist was ganz Besonderes. Ja klar, definitiv. Also wenn man, denke ich, bei dem Rennen nicht aufgeregt ist, dann ist irgendwas falsch. Bist du aufgeregt? Oh ja, ziemlich. So richtig aufgeregt würde ich sagen, nein, aber so ein bisschen so eine positive Anspannung. Also ich freue mich hier zu sein, das ist ja wirklich ein schweres Rennen, ist mir jetzt nicht gerade auf den Leib geschneidert, aber Freunde, Familie sind hier und da präsentiere ich mich gerne und habe dann einfach Bock da drauf. Ja, glaube ich, vor so einem Rennen wie Roubaix bist du dann da noch richtig aufgeregt, vor so einem echten Highlight? Ja, das muss ich zugeben, vor Roubaix war ich definitiv einmal mehr auf dem Klo als notwendig. Und das war ja auch ein Fokuspunkt vom ganzen Frühjahr, da haben wir lange drauf hingearbeitet und das ist auch ein Rennen mit so vielen Variablen, dass man einfach vorher abends im Bett liegt und hofft, bitte hält alles, bitte keinen Platten, bitte nicht auf die Schnauze fliegen und klar, da gehört Anspannung auf jeden Fall dazu. Ist es für dich das erste Mal bei einem Radrennen oder hast du schon ein bisschen Erfahrung? Tatsächlich das erste Mal beim Radrennen, ja. Okay, erstes Mal beim Radrennen, da kann ich mir vorstellen, bist du aufgeregt? Ja, auf jeden Fall schon, aber ist nicht die erste Wettkampfsituation, aber auf dem Rad schon die erste. Wo, aus welchem Wettkampfbereich kommst du? Aus dem Triathlon, ne? Der nächste U23-Fahrer hier vor dem Mikrofon, bist du aufgeregt vom Start? Ja, also schon, aber an sich ist es eigentlich ein Rennen, was mir sehr gut liegt und U19 konnte ich hier zum Beispiel die Bundesliga gewinnen. Mal gucken, wie es heute läuft. Es sind ja schon ein paar größere Teams am Start. Vorbereitung war nicht ideal, aber ich habe auf jeden Fall mega Bock auf das Rennen und ja, der erste Zielstrich ist auf dem Feldberg. Danach kann man gucken, wie das Rennen läuft. Bisschen unwohl, aber unhippelig. Aber ansonsten eigentlich, ja, Frühstück ging gut rein. Das ist ja mein Heimrennen ein bisschen und dann sieht man eine Menge Gesichter, die man schon kennt und da ist man ein bisschen aufgeregt. Dann wie viel das Rennen ist das heute? Das hier, das Eschborn Frankfurt, 7. oder 8. Okay, also du bist quasi schon ein alter Hase. Bist du noch aufgeregt vor so einem Rennen? Ja. Also immer noch die Aufregung, wie macht das bei dir bemerkbar? Schlecht geschlafen, kribbeln im Bauch, Frühstück geht nicht rein? Das Gefühl, überhaupt nichts mehr zu können. Überhaupt nichts mehr zu können? Wie meinst du das? Psychisch oder von den Beinen? Die Beine, ja. Also die sind dann bei dir einfach leer? Die fühlen sich so an, das geht dann schon, aber im Kopf denkt man, sie können nichts mehr. Wir stehen hier unmittelbar vom Toilettenwagen. Macht sich die Aufregung bei dir auf dem Klo bemerkbar? Ich glaube, es ist eine Mischung aus Aufregung und ziemlich viel Porridge. Ach nee, mein Magen ist sehr solide aufgestellt, das muss man schon sagen. Schlaf war auch top, aber die Vorfreude, da macht sich dann hauptsächlich bemerkbar. Eher schlechtes Schlafen, grummel auf Toilette nicht, das ist okay. Das Herz, die Beine zittern, aber ich bin auch einfach on fire, hab voll Bock. Das hört sich gut an, wie war die Nacht? Konntest du schlafen? 3 Stunden, 4 Stunden, war kurz.
Oh, eher leichter Schlaf. Also sonst geht es immer, aber leichter Schlaf. Ja, die Anspannung ist einfach da. Das ging ja die ganze Woche schon los und ist jetzt nicht so, dass ich nicht schlafen kann deswegen, weil man ist das ja schon auch ein Stück weit gewohnt, aber ja, ich genieße das auch. Dieses bisschen mulmige Gefühl im Bauch, das ist das, was auch das Radrennfahren ausmacht. Und wenn wir jetzt dann auf die Strecke gehen, wenn man dort auch das Adrenalin spürt, das erste Mal Mammerzain hoch, dort die Emotionen, die Kulisse einfach aufzusaugen, das gibt nochmal extra Energie. Und ich hoffe, dass mir das auch dann hilft, ja, oben am zweiten Mal Feldberg noch mit dabei zu sein und dann auch um den Sieg heute mitzufahren. Das ist alles beim Alten im Endeffekt auch nur ein Radrennen, klar. Wir haben uns, denke ich, wahnsinnig viel vorgenommen und wir hoffen, das natürlich heute umsetzen zu können. Hast du grundsätzlich überhaupt mit Aufregung vor dem Rennen noch zu kämpfen? Oder ist es so, wenn man halt andauernd einfach an der Startlinie steht, irgendwann legt sich das und ist einfach nur noch diese Grundanspannung übrig? Ja, ich denke, es ist eine kleine Grundanspannung, aber normalerweise eigentlich nie. Ne? Ich bin hier zum Spaß haben. Das ist sehr gut. Ist das für dich auch ein bisschen so der Schlüssel, warum du nicht aufgeregt bist, dass du dir sagst, okay, die anderen machen sich alle zu viel Kopf, ich gehe einfach ganz locker ran? Na, ich glaube, da muss man einfach realistisch sein. Ich fahre nicht vorne mit. Von dem her, ob ich jetzt, weiß ich nicht, 4000. bin oder 3999. ist doch egal. Wie gehst du denn mit der Aufregung von einem Rennen um? Ja, ich denke, es ist wichtig, dass man erstmal Familie um sich hat, um sich ein bisschen runterzuprägen, sich die Strecke gut anschauen, schauen, was da so abgeht und dann einfach genießen. Vielleicht auch ab und zu mal so ein bisschen rauszoomen und sich dessen gewahr werden, dass man ja auch aktiv mitmacht und darauf Lust hat und das machen will und dass dann keiner zwingt, da zu starten. Und natürlich auch vielleicht so ein bisschen Entspannung, die man über die Jahre lernt. Also wenn es mal irgendwie ein, zwei Tage vorm Rennen ein bisschen im Hals kratzt oder ein bisschen in die Nase läuft, hatte ich vorher schon wirklich ziemlich Muffensausen, dass sich da irgendwie eine Krankheit entwickelt oder so. Und heute denke ich mir, naja gut, es liegt jetzt eh nicht in meiner Hand, ich ruhe mich jetzt aus und entweder alles geht gut oder nicht. Und das lernt man über die Jahre, da habe ich jetzt keine spezielle Technik. Trainieren vorher die Runden abfahren auf jeden Fall, auch wegen bergab. Weil es sehr voll ist, ist es auch nicht gerade ungefährlich manchmal. Ja, also man sollte schon in der Gruppe fahren können, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich versuche lang zu schlafen. Also ich nehme mir mehr Zeit dafür und dann komme ich trotzdem auf meine Stunden. Hoffen, dass alles klappt. Vorher Technik gecheckt haben, dann hat man den Kopf frei und dann geht das schon. Boah, ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist einfach nicht zu viele Szenarien ausmalen und erstmal losfahren. Und der Rest, was passiert? Machst du Atemübungen oder wie kommst du runter? Nee, einfach losfahren. Einfach durch? Aber das macht's ja auch aus, die Aufregung. Ach, sobald es losgeht, ist sie weg. Augen zu und durch, dann läuft das. Alle Radsportler und Radsportlerinnen gehen erstaunlich gut mit ihrer Aufregung um. Es gab niemanden, der überdurchschnittlich gestresst war, würde ich sagen. Alle haben gut geschlafen, alle waren etwas angespannt, aber bereit, das Beste zu geben. Das war unser Aufregungstest vom Radklassiker Eschborn-Frankfurt am 1. Mai.